ich habe mich endlich getraut. Ich habe endlich mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Die sind mittlerweile echt teuer. Und habe mir so ein Premium Black mal in Rot gekauft. Wir hatten das mal in Schwarz. Ach, ich bin so gierig, ich will das aufmachen. Das war halt echt teuer. Ja, wir hatten das mal in Schwarz vor ein paar Wochen, Monaten gefühlt. Gefühlt Jahre. Das sind besondere Premium-Promo-Packs. Auf dem anderen stand, glaube ich, nur Promo-Packs. Hier sind alle Karten voll drin, also erschreckt euch nicht. Für die Leute, die es nicht wissen. Und ja, jetzt... wer von früher meine Videos noch kennt, ich bin bei sowas ultra... Oh, heilige. Ist das schön. Was war das denn? Wow. Wow, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das erinnert mich an diesen Scavenging-Us, den wir hatten. Was denn mit den Promos los? Was denn mit meinen Boostern los? Boah, Alter, die ist hart zerstört. Die Karte hier auch bis hier runter. Wow, was denn? Mein Us sah genauso aus und der war super, super schwierig loszubekommen. Was zur Hölle? Boah, das kotzt mich jetzt schon an. Bitte sagt ihr sie nicht alle so. Bitte sagt ihr sie nicht alle so. Nein. Hi. Na du? Oh mein Gott. Das ist ein alternativer Art Planeswalker in voll auf Japanisch. Der Ugin. Oh mein Gott. Bist du schön. Warum habe ich kein Deck, wo ich dich drin spielen kann? Warum bist du so hart zerkratzt? Das ist voll traurig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann haben wir hier noch so ein Entstellen für einen Mana. Eine Kreatur kriege ich minus 2. Ich kann nicht sagen, was der kann. Also minus 2, minus 2. Doch, doch, irgendwas mit farblosen Karten werden günstiger. Wenn das einer weiß, kann es mir in die Kommis schreiben. Oder ich suche es mir nachher raus. Aber ich werde es vergessen haben. Dementsprechend schreibe es mir in die Kommis. Und Leyline des Überflusses. 4 Mana, Leyline-Effekt. Und wenn die auf der Starthand ist, kann man die direkt ins Spiel bringen. Und immer wenn eine Kreatur von Mana getappt wird, wird ein zusätzlich grünes Mana bezahlt. Bekommt man zusätzlich grünes Mana. So ein Lanova 11 macht halt 2 grüne Mana. Oh mein Gott, ist das schön. Die sind echt schön vom Foiling. Und für 8 Mana kann man auf jede Kreatur eine +1/+1 verlangen. Das ist sehr teuer, aber oh mein Gott, das ist echt schön. Und auch hier diese komischen... Das haben die... Haben die das auch, die Planes? Ne, die Planeswalker sind einfach die original Planeswalker aus dem Grundartwork. Die haben das einfach nicht, weil die diesen Frame haben. Und die haben hier dieses... Ich weiß nicht, ob man das so gut... Da hat man es gerade gesehen. Hier. Oh mein Gott, dieses Leuchten tut mir leid. Ja, das regt mich total auf mit der Ebene. Man merkt so ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und gleichzeitig... Also, ich bin enttäuscht und mega glücklich. Und hi. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Black Seed. Ciao, ciao.